Wie eine angeknabberte Oblate. So präsentierte sich die Sonne vom Jungfraujoch aus. 95,2%. Und das ist einfach eine Sauerei. Es ist einfach nicht dunkel. Enttäuschung trotz guter Sicht. Staunend blickten die Genfer in den locker bewölkten Himmel. Wenn die Schutzbrille fehlte, durch eine Schachtel. Im Flugzeug über Basel war die Sicht zur Sonne kaum getrübt. Auf die Sonnenfinsternisbrille konnte hier niemand verzichten. Wolkenlos auch in der Stadt Basel. Hunderte versammelten sich für die Sonnenfinsternis auf dem Münsterplatz. Weiter östlich gab es mehr Wolken. In Zürich wurde es bereits vor der Sonnenfinsternis dunkel, wegen eines Gewitters. Gegen die Sonnenfinsternis wurde mitten am Tag die Straßenbeleuchtung angezündet. Der Brillenkauf war hier vergeblich. Einige haben sich trotzdem nach draußen begeben, um das Himmelsspektakel zu erleben. Enttäuscht? Ja, nein, ich habe es erwartet, schon am Morgen, als ich aus dem Haus gegangen bin. Das ist nicht so tragisch. Nein, enttäuscht nicht. Aber ja, es ist jetzt einfach so. Zugeschaut haben auch die Vögel, aber wohl eher unbewusst. Und auch der Bundesrat war zur Stelle, als sich die Finsternis über das Land legte. Die 7 unterbrachen ihre erste Sitzung nach der Sommerpause und traten auf den Balkon des Bundeshauses. Der Weibel äugt, dann wird es ernst. Leuenberger will's wissen. Deiß natürlich auch. Und die Bundespräsidentin sowieso. Wohlbebrillt guckt schließlich der gesamte Bundesrat gen Himmel. Reichlich bedeckt präsentiert sich allerdings die Sonnenfinsternis in Bern. Nach wenigen Minuten ist das Spektakel vorüber. Ein Blick noch auf die Uhr, die Brille noch mal raus, aber vorbei ist vorbei. Auch für die Medienvertreter, die den Bundesrat beim Beobachten beobachtet haben.